Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Hier zu diesem wunderbaren Let's Play. In der letzten Folge haben wir ja im Spiel jetzt auch die Pandemie erlebt. Super. Die heutige Folge wollte ich eigentlich mal so ein bisschen des Baus unserer Kapsel widmen. Kapsel hier, wie heißt das Ding da? Na? Unserer Base, die wir ja noch nicht so sonderlich viel weiter gebaut haben. Wir haben ja auf der Erkundungstour so ein paar lustige Sachen gefunden. Und da wollte ich jetzt mal gucken, was wir alles schon bauen können. Ob wir schon so ein paar wichtige, richtige Dinge gefunden haben. Ja, Mehrzweckraum haben wir, aber es fehlen halt noch, die großen Teile fehlen halt noch, ne? Leider Gottes. Mein klar, Stuhl und alles cool. Aber wir brauchen ja diese große Raumkapsel, um dieses Ding hier zu bauen, die Seemolle. Oder wir widmen der Folge erstmal der Aufladung unserer Gerätschaften. Meine Batterie hier zum Beispiel. Ach, hier kann ich Batterien wechseln. Auswählen. Okay, wie wechsle ich jetzt? S kann man auch. Hä? Ah. Okay, der Scanner braucht anscheinend keine Batterien. Schon mit der Modde. Sag mal, ja. Ja, warte mal. Das ist leer und die hat nur noch 4%. Da brauche ich eine andere Batterie anscheinend. Wo ist denn der Eingang? Zack. Brauche ich anscheinend eine andere Batterie? Lass uns doch gerade mal gucken. Ben, Alter, wirklich. Sei nicht so hektisch. Brauchen wir eine Energiezelle oder eine Batterie? Gehen wir nochmal runter. Brauchen eine Batterie nur. Ganz stumpf. Ganz stumpf eine Batterie. Okay, auch nicht. Warte mal, wir brauchen so eine Klumpen, haben sie gesagt. So, und jetzt brauchen wir. Batterie noch Kupfer jetzt hier einsetzen können, ne? Jo, die kann ich hier einsetzen. Dann machen wir aber erstmal die hier noch leer. Wir haben jetzt zwei Ziele. Einmal Rettungskapsel 13 und Rettungskapsel 17. Die ist 100 Meter tief. Dann wir erstmal dahin. Und dann Abfahrt. Oh, das ist noch so ein dämlicher Hai. Kann ich ja gar nicht ab, die Viecher, ne? Die erschrecken mich immer. Beruhig dich mal. Okay, hier liegt aber auch nicht mehr rum, ne? Hier vorne war noch eine Kiste. Jo, nice. Da ist der Laserschneider. Und hier vorne liegen noch mehr Teile. Ich hätte so viele Items schon viel früher haben können. Beruhig dich. Ganz ehrlich. Wir
wirklich so viel früher schon haben können. Bioreaktor. Ach, cool. Dann haben wir jetzt unseren Bioreaktor. Den kann ich nicht scannen. Hier ist noch eine Platte. Jo, Bauplan für das nächste Teil. Hier ist noch eine große Tür. Ey, beruhig dich mal. Dein Ernst, Mann? Ich hoffe, mich anzugreifen, du Spaten. Haben wir. Schwimm, 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 schwimm. Heute machen wir mal so eine Scan-Folge. Ja, ich krieg Schaden. Ach, weil ich über dem Viech bin. Rücken. Okay, es gibt einen Fettnacken und es gibt einen Rippenrücken. Jo. Du ein Ding. Irgendwas, was mich anschießt, auf jeden Fall. Was zur Hölle ist das? Na gut. Tauchen wir nochmal auf und dann tauchen wir nochmal ab. Aber da liegen noch ein, zwei Sachen, die wir noch gebrauchen könnten. Dann gehen wir direkt zum anderen. Dann schwimmen wir direkt zum anderen. Und gucken, ob da noch irgendwas Cooles ist, was wir noch brauchen. Dass dieses komische Reptil die ganze Zeit hier rumschwimmt, nervt tierisch. Der hat mich entdeckt. Er hat mich entdeckt. Irgendwas konnte ich noch scannen. War doch gerade irgendwas zum Scannen. Ist nicht. Bin ich etwa voll? Jo, bin voll. Fuck, ich wollte was trinken. Wegschmeißen ist doof, trinken ist besser. Metallschrott voll, ja mega. Dann erstmal wieder zur Base schwimmen. Batterie leer, Batterie leer. Energiezelle. Verkaufsautomat. Genau, weil ich auch nichts zu tun habe, als mir irgendeine Scheiße hier zu kaufen. Wir haben ja gelernt, gekochte Sachen sind besser als gepökelte. Die Fische sehen auch so hässlich aus, ne? Ohne Scheiß. Mein Props an die Entwickler, aber hübsch sind sie nicht. Aber cool, dass die schaffen, Fische so hässlich hinzustellen. Als hätte ich den Blasenfisch gerade zum Essen machen benutzt. Fuck. Nicht für Trinkwasser.
Blöd, 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 blöd. Würde mich ja mal interessieren. Okay, der Bums wächst zum Beispiel nicht. Nein, nicht nehmen. Soll doch da wachsen. Vielleicht vermehrt er sich ja. Wird schon wieder hell. Jo, dann können wir jetzt zu einer Rettungskapsel schwimmen. Nochmal, die andere wurde ja jetzt schon gelöscht, ne? Ja. Doch, haben sie. Ist mir aber auch ehrlich gesagt nur auch was zum Scannen drin. Jo. Perfekt. War auch nicht gerade der lebensfreundlichste Bereich hier, ne? Biomasse in diesem Bereich wird von Pflanzen dominiert. Schwache Signale von. Hey, ich habe auch nicht fertig gelesen. Erstmal kurz nochmal Luft holen. Würde mich ja mal interessieren, auf welcher Seite wir vom. Wir schwimmen vom Ding langsam weg. Okay. 175 Meter nach unten müssen wir. Weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob das Ding da feindlich ist oder nicht. Oder nicht? Entschuldigen Sie, Sir, dürfte ich Sie kurz scannen? Das sprach für einen Freund. Okay. Ist gar nicht so schlimm hier wie gedacht. Auch wenn da ein dicker Baum steht, gefühlt. Aber wieder schnell nach oben. Luft holen. Oh, der Bildschirm ist heftigst hell. Entschuldigung. Nächste Folge könnten wir tatsächlich mal gucken, ob wir da in diesem Raumschiff gehen. Neue Nachrichten? Nee, noch nicht. Aber neues Medkit. Perfekt. Ich würde spontan behaupten, das wartet erstmal mit der Folge. Würde sagen, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns.